Pistis Sophia. Vierter Teil. Kapitel 27. Es geschah nun, da die Archonten der Aeon und die von der Heimarmene und die von der Sphaera beständig diese Art vollbrachten, indem sie sich umdrehten, die Hefe ihrer Materie verschlangen und sie nicht Seelen in der Welt der Menschheit werden ließen, damit sie sich verzögerten, Herrscher zu sein. Und die Kräfte, welche in ihnen Kräfte sind, das heißt die Seelen lange Zeit außerhalb hier zubrächten, diese nun verharrten, indem sie es in zwei Kreisen beständig taten. Es geschah nun, als ich hinaufgehen wollte zu dem Dienste, um dessen Willen ich berufen war, durch den Befehl des ersten Mysteriums, da kam ich hinauf in die Mitte der Tyrannen, der Archonten, der 12 Aeonen, in dem mein Lichtkleid an mir war, gar sehr leuchtend, ohne dass ein Maß dem Lichte war, welches an mir war. Es geschah nun, als jene Tyrannen das große Licht, das an mir war, sahen, da begannen der große Adamas, der Tyrann, und alle Tyrannen der 12 Aeonen sämtlich gegen das Licht meines Gewandes zu kämpfen, da sie es bei sich festhalten wollten, um noch in ihrer Herrschaft zu verzögern. Dies nun taten sie, ohne dass sie wussten, gegen wen sie kämpften. Als sie nun sich widersetzten und gegen das Licht kämpften, da wendete ich gemäß dem Befehle des ersten Mysteriums die Bahnen und die Läufe ihrer Aeonen und die Bahnen ihrer Heimarmene und ihrer Sphaera und ließ sie 6 Monate auf die Dreiecke links blicken und auf die Vierecke und auf die, welche in ihrem Aspekt sind und auf ihre 8-Figur, gerade wie sie früher gewesen waren. Ihre Umdrehung aber, oder ihren Blick, wendete ich in eine andere Ordnung und ließ sie andere 6 Monate blicken auf die Werke ihrer Einflüsse in den Vierecken rechts und in ihren Dreiecken und in denen, welche in ihrem Aspekt sind und in ihrer 8-Figur und in ihrer 8-Figur. Und ich ließ in großer Verwirrung verwirrt und in Täuschung getäuscht werden. Die Archonten der Aeonen und alle Archonten der Heimarmene und die von der Sphaera. Und ich setzte sie sehr in Aufregung und nicht waren sie mehr imstande von jetzt ab, sich nach der Hefe ihrer Materie zu wenden, um sie zu verschlingen, auf dass ihre Örter beständig sich verzögerten und sie lange Zeit als Herrscher verbrächten. Sondern als ich ein Drittel ihrer Kräfte genommen hatte, wendete ich ihres Verehren, auf dass sie sich eine Zeit nach links blickend und eine andere Zeit nach rechts blickend verbrächten.
Ich habe ihre ganze Bahn und ihren ganzen Lauf gewendet. Und ich habe die Bahn ihres Laufes beschleunigen lassen, damit sie eilends gereinigt und eilends hinaufgehoben würden. Und ich habe ihre Kreise verringert und ihre Bahn ungestümer gemacht. Und sie wurde sehr beschleunigt. Und sie wurden auf ihrer Bahn verwirrt und nicht waren sie von jetzt ab imstande, die Materie der Hefe des Gereinigten ihres Lichtes zu verschlingen. Und ferner habe ich ihre Zeiten und ihre Perioden verringert, damit eilends die Zahl der vollkommenen Seelen, welche Mysterien empfangen und im Lichtschatze sein werden, vollendet würde. Wenn ich nun nicht ihre Läufe gewendet und wenn ich nicht ihre Perioden verringert hätte, würden sie keine Seele gelassen haben, zur Welt zu kommen, wegen der Materie ihrer Hefe, welche sie verschlingen. Und sie würden viele Seelen vernichtet haben. Deswegen habe ich einst zu euch gesagt, ich habe die Zeiten in meiner auserwählten Willen verringert, sonst hätte keine Seele gerettet werden können. Ich habe aber die Zeiten und die Perioden verringert, um der Zahl der vollkommenen Seelen willen, die Mysterien empfangen werden, welche sind die Auserwählten. Und hätte ich ihre Perioden nicht verringert, so würde keine materielle Seele gerettet, sondern sie würden im Feuer verzehrt worden sein, das sich im Fleische der Archonten befindet. Dieses ist nun das Wort, nach welchem du mich genau fragst. Es geschah nun, als Jesus diese Worte seinen Jüngern zu sagen beendet hatte, da fielen alle zugleich nieder, beteten ihn an und sprachen zu ihm: Wir sind selig vor allen Menschen, da du uns diese Großtaten offenbart hast. Kapitel 28. Es fuhr Jesus wiederum in der Rede fort und sprach zu seinen Jüngern: Höret im Betreff der Dinge, die mir bei den Archonten der 12 Aeonen und allen ihren Archonten und ihren Herren und ihren Gewalten und ihren Engeln und ihren Erzengeln geschehen sind. Als sie nun das Lichtkleid gesehen hatten, das an mir war, sie und ihre Ungepaarten, da sah ein jeder von ihnen das Mysterium seines Namens befindlich auf meinem Lichtkleide, das an mir war. Sie fielen alle zusammen nieder, beteten an das Lichtkleid, das an mir, und riefen alle zugleich aus, indem sie sprachen: Wie hat uns der Herr des Alls durchwandert, ohne dass wir es wussten? Und sie priesen alle zugleich den Innern der Innern und alle ihre dreimal Gewaltigen und ihre großen Urväter und ihre Ungezeugten und ihre Selbstgezeugten, ihre Gezeugten und ihre Götter und ihre Lichtfunken und ihre Sterne. Mit einem Wort alle ihre Großen sahen die Tyrannen ihres Ortes, dass ihre Kraft in ihnen vermindert war. Und sie wurden schwach und gerieten selbst in große, unermessliche Furcht.
und sie schauten an das Mysterium ihres Namens auf meinem Kleide. Und sie hatten begonnen zu kommen, und das Mysterium ihres Namens, das auf meinem Kleide anzuheften, und nicht waren sie dazu imstande wegen des großen Lichts, das mit mir war, sondern sie beteten an, ein wenig von mir entfernt. Sie haben aber das Licht meines Kleides angebetet und riefen alle zugleich aus, indem sie den Innern der Innern priesen. Es geschah nun, als dieses den unter den Archonten befindlichen Tyrannen geschehen war, wurden sie alle entkräftet und fielen in ihren Aeonen zu Boden und waren wie die toten Erdenbewohner, in denen kein Atem, wie sie es gewesen. In der Stunde, wo ich ihre Kraft von ihnen genommen habe. Es geschah nun danach, als ich aus jenen Aeonen herausgekommen war, wurde ein jeder von allen den in den 12 Aeonen befindlichen sämtlich in ihre Ordnungen gebunden. Und sie vollendeten ihre Werke, wie ich sie eingesetzt habe, dass sie 6 Monate nach links gewendet verbringen und ihre Werke vollbringen in ihrer 4 Ecken. Und ihren Dreiecken, und ihren Dreiecken, und in denen, die in ihrem Aspekt, und dass sie ferner andere 6 Monate verbringen, nach rechts blickend, und auf ihre Dreiecke und ihre 4 Ecke und die, welche in ihrem Aspekt. Also werden nun die in der Heimarmene und dies Verehrer befindlich wandeln. Kapitel 29. Es geschah nun danach, da kam ich nach oben zu den Vorhängen des 13. Aeons. Es geschah nun, als ich bei ihren Vorhängen angekommen war, da zogen sie sich von selbst beiseite und öffneten sich mir. Ich ging hinein in den 13. Aeon. Und fand die Pistis Sophia unterhalb des 13. Aeons ganz allein, ohne dass jemand von ihnen bei ihr. Sie saß aber an jenem Orte betrübt und trauernd, dass man sie nicht in den 13. Aeon, ihren höheren Ort, aufgenommen hatte. Und sie war ferner betrübt wegen der Qualen, welche ihr der Autades zugefügt hatte, der einer von den 3-mal Gewaltigen ist. Dieser aber, wenn ich mit euch wegen ihrer Ausbreitung sprechen werde, so werde ich euch das Mysterium sagen, wie dieses ihr geschehen ist. Es geschah nun, als die Pistis Sophia mich sah, gar sehr leuchtend, ohne dass ein Maß dem Lichte war, welches an mir war. Da geriet sie in große Aufregung und blickte auf das Licht meines Kleides. Sie sah das Mysterium ihres Namens auf meinem Kleide und den ganzen Glanz seines Mysteriums. Denn sie befand sich früher im Orte der Höhe, im 13. Aeon, sondern sie pflegte das höhere Licht zu preisen, das sie in dem Vorhang des Lichtschatzes gesehen hatte. Es geschah nun, als sie verharrte, das höhere Licht zu preisen, blickten alle Archonten, die bei den 2 großen 3-mal Gewaltigen sind, und ihr Unsichtbarer, der mit ihr gepaart ist, und die anderen 22 unsichtbaren Emanationen, da ja die Pistis Sophia und ihr Gepaarter
Sie und die anderen 22 Emanationen 24 Emanationen ausmachten, die der große unsichtbare Urvater, er und die beiden großen dreimal gewaltigen emaniert haben. Kapitel 30. Es geschah nun, als Jesus dieses zu seinen Jüngern gesagt hatte, trat Maria vor und sprach: Mein Herr, ich habe dich einst sagen hören, die Pistis Sophia ist selbst eine von den 24 Emanationen. Und wie befindet sie sich nicht an ihrem Orte, sondern du hast gesagt, ich habe sie unterhalb des 13. Aeons gefunden. Es antwortete Jesus und sprach zu seinen Jüngern: Es geschah, da die Pistis Sophia sich im 13. Aeon im Orte aller ihrer Brüder der Unsichtbaren, das heißt der 24 Emanationen des großen Unsichtbaren, befand. Es geschah nun durch das Gebot des ersten Mysteriums, da blickte die Pistis Sophia in die Höhe. Sie sah das Licht des Vorhanges, des Lichtschatzes, und begehrte, zu jenem Orte zu gelangen. Und nicht war sie imstande, zu jenem Orte zu gelangen. Sie hörte aber auf, das Mysterium des 13. Aeons zu vollbringen, sondern sie pries das Licht der Höhe, welches sie im Lichte des Vorhanges des Lichtschatzes gesehen hatte. Es geschah nun, da sie den Ort der Höhe pries, hassten sie alle in den 12 Aeonen befindlichen Archonten, welche unterhalb, weil sie von ihren Mysterien abgelassen hatte, und weil sie gewünscht hatte, zur Hölle zu gehen und über ihnen allen zu sein. Deswegen nun zürnten sie ihr und hassten sie. Und der große dreimal gewaltige Autades, das ist der dritte dreimal gewaltige, der sich im 13. Aeon befindet, dieser, welcher ungehorsam gewesen war, da er das ganze Gereinigte seiner in ihm befindlichen Kraft nicht emaniert, noch das Gereinigte seines Lichtes gegeben hatte zu der Zeit, wo die Archonten ihr Gereinigtes gegeben, indem er Herrscher über den ganzen 13. Aeon, und die, welche unterhalb von ihm sich befinden, sein wollte. Es geschah nun, als die Archonten der 12 Aeonen der Pistis Sophia, welche oberhalb von ihnen zürnten und sie sehr hassten, da schloss sich auch der große dreimal gewaltige Antades, von dem ich euch jetzt soeben erzählt habe, den Archonten der 12 Aeonen an, und auch er zürnte der Pistis Sophia und hasste sie sehr, weil sie zu dem Lichte, welches höher als er ist, zu gehen gedacht hatte. Und er emanierte aus sich eine große Kraft mit Löwengesicht. Und aus seiner in ihm befindlichen Materie emanierte er eine Menge anderer Materieller. Sehr gewaltiger Emanationen. Und sandte sie zu den Örtern unterhalb, zu den Teilen des Chaos,
damit sie dort der Piste Sophia nachstellten und ihre Kraft aus ihr nähmen. Weil sie nach der Höhe, welche über ihnen allen zu gehen gedacht, und sie ferner aufgehört hatte, ihr Mysterium zu vollbringen, sondern sie fortwährend trauerte und nach dem Lichte, welches sie gesehen, verlangte. Und es hassten sie die Archonten, welche verbleiben oder welche verharren, das Mysterium zu vollbringen. Und es hassten sie auch alle Wächter, die an den Toren der Aeonen. Es geschah nun danach durch das Gebot des ersten Gebotes, dass der große dreimal gewaltige Autades, der einer von den drei dreimal gewaltigen ist, die Sophia im 13. Aeon verfolgte, auf dass sie auf die Teile unterhalb blickte, damit sie seine Lichtkraft, die mit dem Löwengesicht, an jenem Orte sehe. Nach Ehe begehre und zu jenem Orte komme, so dass man ihr Licht von ihr nehme. Kapitel 31. Es geschah nun danach, da blickte sie nach unten und sah seine Lichtkraft in den Teilen unterhalb. Und sie hatte nicht gewusst, dass es die von dem dreimal gewaltigen Autades sei. Sondern sie dachte, dass sie ans dem Lichte stamme, welches sie von Anfang an in der Höhe gesehen, das aus dem Vorhang des Lichtschatzes stammt. Und sie dachte bei sich, ich will zu jenem Orte gehen ohne meinen Gepaten und das Licht nehmen und daraus mir Licht-Aeonen schaffen, damit ich imstande bin, zu dem Lichte der Lichter, das in der Höhe ist, zu gehen. Indem sie nun dieses dachte, ging sie aus ihrem Orte, dem 13. Aeon, und ging hinab zu dem 12. Aeon. Es verfolgten sie die Archonten der Aeonen und zürnten ihr, weil sie an Herrlichkeit gedacht hatte, oder weil sie Herrlichkeit zu finden gedacht hatte. Sie ging aber auch aus dem 12. Aeon und ging zu den Örtern des Chaos. Und näherte sich der Lichtkraft mit dem Löwengesicht, um sie zu verschlingen. Es umgaben sie aber alle materiellen Emanationen des Autades, und die große Lichtkraft mit dem Löwengesicht verschlang die Lichtkräfte in der Sophia und reinigte ihr Licht und verschlang es. Und ihre Materie wurde zum Chaos gestoßen. Sie wurde zu einem Archon mit Löwengesicht im Chaos, dessen eine Hälfte Feuer und dessen andere Hälfte Finsternis ist. Das ist Yaldabaoth, von dem ich zu euch oftmals geredet habe. Als nun dieses geschehen war, wurde die Sophia gar sehr schwach, und es begann ferner jene Lichtkraft mit dem Löwengesicht, alle Lichtkräfte aus der Sophia zu nehmen, und alle materiellen Kräfte des Autades umgaben die Sophia zugleich und bedrängten sie. Kapitel 32.
Es schrie gar sehr auf die Piste Sophia und schrie zum Lichte der Lichter, das sie vom Anfang an gesehen, an das sie geglaubt hatte. Und sie sagte diese Reue, indem sie also sprach. Erstens, o Licht der Lichter, an welches ich von Anfang an geglaubt habe, höre nun jetzt, o Licht, auf meine Reue. Rette mich, o Licht, denn böse Gedanken sind in mir eingegangen. Zweitens. Ich blickte, o Licht, auf die unteren Teile und sah dort ein Licht, in dem ich dachte, ich will zu jenem Orte gehen, dass ich jenes Licht nehme. Und ich ging und befand mich in der Finsternis, die in dem Chaos unterhalb, und nicht war ich imstande, mich zu erheben, zu meinem Orte zu gehen. Zu Hilfe käme. Viertens. Und als ich in die Höhe blickte, sah ich alle Archonten der Aeonen, wie sie zahlreich und auf mich herabblickten und sich über mich freuten, obwohl ich ihnen nichts Böses zugefügt hatte, sondern sie hassten mich ohne Grund. Und als die Emanationen des Antades, die Archonten der Aeonen, sich über mich freuen sahen, wussten sie, dass die Archonten der Aeonen mir nicht zu Hilfe kommen. Und es fassten Mut jene Emanationen, welche mich ungerecht gewaltsam bedrängten, und das Licht, das ich von ihnen nicht genommen habe, haben sie von mir genommen. Fünftens. Jetzt nun, o wahres Licht, du weißt, dass ich dieses in meiner Unschuld getan habe, indem ich dachte, dass das Licht mit dem Löwengesicht dir gehöre. Und die Sünde, welche ich begangen habe, ist offenbar vor dir. Nicht lass mich nun ermangeln, o Herr, denn ich habe an dein Licht von Anfang an geglaubt. O Herr, o Licht der Kräfte, nicht lass mich nun meines Lichtes ermangeln. Siebtens. Denn um deiner Veranlassung und deines Lichtes willen bin ich in diese Bedrängnis geraten und hat mich Schande bedeckt. Achtens. Und um deines Lichtes willen bin ich meinen Brüdern, den Unsichtbaren und den großen Emanationen der Babelo fremd geworden. Neuntens. Dies ist mir geschehen, o Licht, weil ich nach deinem Wohnsitz geeifert habe, und es ist der Zorn des Atades über mich gekommen, dieser, welcher nicht auf deinen Befehl gehört hatte, aus der Emanation seiner Kraft zu emanieren, weil ich in seinem Aeon mich befand, ohne sein Mysterium zu vollbringen. Zehntens. Und alle Archonten der Aeonen verspotteten mich. Elftens. Und ich befand mich an jenem Orte trauernd und verlangend nach dem Lichte, das ich in der Höhe gesehen hatte. Zwölftens.
und es forschten nach mir die Wächter der Tore der Aeonen, und alle, welchen in ihrem Mysterium verbleiben, verspotteten mich. 13. Ich aber blickte in die Höhe hinauf zu dir, Licht, und glaubte an dich. Jetzt nun, o Licht der Lichter, bin ich bedrängt in der Finsternis des Chaos. Wenn du nun kommen willst, um mich zu retten, groß ist deine Barmherzigkeit, so erhöre mich in Wahrheit und rette mich. 14. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mich erretten wollen, dann abonnieren Sie oder liken Sie doch einfach. Schreiben etwas in die Kommentare. Aber am wichtigsten, Sie hören in 2 Tagen wieder zu. Passen Sie gut auf sich auf.